Ich war auch vorher kacken, von daher dürfte nichts mehr in der Hose landen, wenn es gruselig wird. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, Grüße und willkommen, Wurmhoschis, bei einem neuen Video. Wir zocken diesmal Project Terminus, die Alpha 0.1 Demo, beziehungsweise die Alpha Gameplay Sequence, wie es da steht. Die ist jetzt vor einigen Tagen rausgekommen für Oculus, Rift, Rift S und die Quest. Also die meisten wird's nicht viel sagen, aber die Sidequest-Usern und den, sag schon, Quest-Usern vielleicht etwas eher. Das ist von dem Entwickler, der auch High Seas, nein, wie hieß das? Ja, dieses Schiffsspiel mit den Wellen, da muss ich auch noch ein Video von machen. Ist auch egal, Peng. Ist egal, neues Survival-Horror-Spiel in der Entwicklung. Und Horror ist immer gut. Ich war auch vorher kacken, von daher dürfte nichts mehr in der Hose landen, wenn es gruselig wird. Und wir fangen jetzt einfach mal an. So, ich spiele das, wie man sieht, auf der Vive. Deswegen muss ich nochmal gucken. Fußbodenhöhe passt. Weil wenn man das dann startet, dann hat er nicht immer unbedingt die richtigen. So, ich habe auf jeden Fall, es gibt noch keinen Snap-Turn und es ist halt auf rechts eingestellt. Das ist. Da es noch ein Alpha ist, sag ich mal, ist okay. Das Coole ist jetzt natürlich, ich kann das Handy richtig bedienen. Hallo. Hallo. Somebody? Ja, hier, hallo. Oh, you're alive. Nice. Ah. I tried to get you out of there safe. Okay, cool. You can carry many things while you're back, by the way. If you feel something will be useful, take it with you. Fette Funzel. Climb the ladder. Ja, sofort. Wir nehmen jetzt noch die Axt mit. Und Cola. Cola ist immer Gott. Cola ist Gott. Ich tu mal eben Cut machen. Ich tu mal eben mein Turn Signal einstellen, damit ich weiß, wo die Mitte ist. So, wir sind wieder da. Hier ist nix. Okay. Wir climben jetzt die Ladder. Irgendwie habe ich das. Nee, alles gut. Man kann echt klettern. Oh, cool, der warpt mich einfach In hoch. case you didn't know, billions of nanites have invaded the city. We don't know where they come from. It's a huge mess out there. You're in trouble, buddy. Was? Mann, er hatte keiner was in seinen Spend liegen. Ups. Ach, jetzt geht er mal weg. Aber was ist das? Inventory. Hä? Ach so, das ist jetzt so das, was da angeblich. Ja, alles klar. Jetzt, das ist quasi der Text, der jetzt da drauf geschrieben steht, ob das vielleicht noch kommt. Oder wird auch Sinn ergeben für spätere Lokalisation. Das ist jetzt einfach nur die Notiz, die dann. Da ist nix, da ist nix, da ist nix. Nix, nix, nix. Alter, das ist doch. Alles okay. Okay, mein Fehler. Nee, ich hab nix gesagt. Oh. Ha. Das ist die Übersetzung, weil das ist ein französisches Studio, en français. Und deswegen war das alles auf Französisch steht. Ist das alles nicht so gut erkennbar? Nein, ohne Witz jetzt. Mein Display ist nicht gerade. Das ist so ein bisschen schräg. Genau, da heißt es, genau, so hieß das. Da steht das Spiel. Wir starten noch mal einmal das Spiel neu. Ich bin gleich mal wieder da. Irgendwie ist der Boden. Das passt irgendwie über von und hinten nicht. Wir starten noch mal. So, wir sind wieder da. Ich glaube, jetzt passt es besser. Und wir machen jetzt einfach mal. Ist das ein Radiergummi? Was steht hier? Good luck.
I leave these notes behind me just in case who knows. Just in case who knows. The state of emergency has been declared. We hear the alarms. It's a mess everywhere and I don't know where to go. I was told to go out and join a camp on the outskirts of the city. But I don't feel like it. I'm going to take refuge in the metro tunnels. If you read this and you have a little common sense, maybe we will meet. Good luck. Okay. Kann ich eigentlich zwei Äxte mitnehmen? Warum auch immer ich zwei brauchen würde? Alles klar. Nimm alles mit, bis voll ist. Kann man das hier anpacken? Auf jeden Fall, die Hände. Die gehen also, die... Emergency Broadcast. Bacteriological danger. Don't go outside, don't drink water, shut down vents systems. This is not a test. Geht's mal wieder um Zombies? Ich konnte das ja eben nicht verstehen, was der gesagt hat. Das Digi-Kreuz, das steuert sich auch noch ein bisschen komisch. Alles zu. Kann ich mir noch einen Kaffee ziehen? Listen to me carefully. Go to the second train platform. Not the first, the second. The safe house is near the second platform. There are nanite swarms everywhere. They are on the verge of being dormant, but still have a bit of energy left. So don't let them catch you. Follow emergency lights to drive you to the destination. Yeah, it's the green ones. What? Ach so, ja, übrigens noch die andere Geschichte, man kann auch hier, wir swipen jetzt das auf. Dann haben wir hier, the happier individual feels, den Cornfield Farms, Chaos. Mädchen, man kann die auch durchscrollen und danach lesen, natürlich das mit der Kuh, das, die Nachricht gibt's wirklich. Ich glaube, die gibt's alle wirklich, ne? Mädchen losing your leaf, just because it's a little chill. Weiß nicht, ob das dann mit Strange Moving kurz spotted in the First District Infected Site. Ja, alles klar. Das ist dann richtige und Dings ums Gemisch. Das ist sehr cool. How do you see what's happened right now? Decrypt in order to defend working condition, bla bla bla. No problem, kiss my notifications. Ist ja cool, man kann das richtig. Das ist cool. Das ist echt cool. Objectives. Grab your phone. Take objects on table. Ja, das ist ja alles. Map. Frage ist ja jetzt natürlich, wie groß wird später das Spiel, ob das wirklich so, soll das Spiel ja in Paris, ob man auch draußen, im großen Bereich, ob das halt sehr abgesteckt spielbar ist oder wirklich weit offen. Kann hier aber keinen anrufen. Aber das ist, das hat was. Das, okay. Gehen links. Als Linkshänder gehen wir jetzt links lang. Okay, dann müssen wir so lang. Also gehen wir jetzt rechts lang und gucken, ob da auch was ist. Kann ich laufen? Ich drück mal Knöpfe. Nein, anscheinend nicht. Mann, ey, was ist? Oh, das ist schön dunkel. Das ist richtig nice. Ich liebe es, wenn das so dunkel ist in Horrorspielen. Ist das Blut da hinten an der Wand? Ich nehme mal die Taschenlampe raus. Nein. Oh, nee. Fuck, warte mal. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt. Ey, die ist direkt an. Die kann ich nicht schalten, ne? Nee. Halte die immer auf dem Boden, dass das... Okay. Ja, alles klar. Das hat sie... Hier ist eine Tür. Nice.
Hey Jeff. Ja, sehr geil. Ich kann's. Nicht lesen. Irgendwas mit Gruppen, mit Naniten und irgendwas mit Paris. Das kann ich noch irgendwie eventuell. Ja, egal. Es ist ja auch wieder nie. Super klein. Man kann anscheinend echt nicht laufen hier. Das Bild ließ sich nicht anleuchten. So noch so ein kleiner, das auch nicht. Hä, das ist doch. Keine Ahnung. Das ist auch Feuer, das ist aber keine Tür, ne? Naja, alles klar, ja, dann rennen wir jetzt. Klunz, klunz, klunz. Also, wenn er jetzt nicht laufen kann, das ist ein bisschen echt doof, ey. Ich habe auch jetzt alles gedrückt. Er liest mich nicht. Jetzt mal nach vorne tippen, geht auch nicht. Bin ich überhaupt noch richtig? Ich habe gar nicht aufgepasst vorhin. Knäulige Knäule, die Rattenklingen haben. Use your hands to climb the obstacle. Ja, Indie Gaming needs you. Okay. Okay, wir haben jetzt schon unsere erste Hürde erreicht, die ich nicht gepackt kriege. Use your hands. Warte mal, ich tue erstmal die Taschenlampe weg. Was habe ich jetzt gemacht? Warte mal, warte, das machen wir jetzt nochmal. Habe ich jetzt nur eine Hand benutzt oder muss ich dann beide benutzen? Okay, einfach beide Grip-Tasten zusammengedrückt halten und dann. Okay. Ja, das ist ja auch die Emergency. Nein. Da. Population Alert. Confident Emergency State. Click, click, click. Okay. Warum war da jetzt komischer Sound? Crouch to go in narrow spaces. Oh ne, for real? Oh, fick dich, ey. Ich gehe einfach so lang. Ich kann da durchgucken. Ha! Ja, wir gehen mal in eine Deckung. Ratten, die durch Wände gehen können. Ich mach mal eben ein bisschen lauter, das ist noch zu leise alles hier. Ich will mich auch richtig dann eine Buchse machen. Da ist Feuer, da brauchen wir gar nicht erst lang gehen. Ja, sieht doch schon mal nach was aus hier. Da liegt ein Handy. Okay, ich hab nichts angefasst. Where are you? In the subways. Everything is blocked. Alarm everywhere. I don't understand. Dylan, you're here? I'm scared.
Let's reach the second platform. Keep on following the green lights. Du hättest ja jetzt hier hoch können, oder? Kann ich auch. Cool. Okay, da ist das Licht. Ja, wir gehen jetzt einfach mal direkt. Ey, ihr müsst nicht Mucke spielen, wenn da nichts ist. Transportkarte nehmen. Hubble. Albert. Deswegen, das bringt nichts, wenn ihr Mucke spielt und ich sehe nichts. Oh shit, was ist das? Alter. Ich bin gerade ein ganz bisschen erschreckt, wa? Psst. Wie klingt das so, als ob der... Ich glaube, der haut jetzt nicht mehr ab. Okay. Oh shit. Nein! Oh. Ja, siehst du, weil der Steuerung nicht gut funktioniert hat. Okay. Oh shit. Ja, ich hab nach vorne gedrückt und der hat ist rückwärts gelaufen. Also ist. Die Steuerung ist wohl noch nicht so richtig. Geht der jetzt neu? Aber jetzt sag nicht, das ist komplett one shot und vorbei. Oh, ist es. Alter, leck mich am Arsch. Ja, dann versuche ich nochmal zu der Stelle schnell hinzuspielen und wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir sind wieder da. Versuchen es nochmal. Das heißt ja. Was heißt es denn? Ob ich jetzt hier hingehe? Okay. Also das ist jetzt cool, wenn man sich richtig verstecken muss. Scheiße. Ach komm, verpiss dich. Nicht schon wieder, ey. Okay, Versuch Nummer 3. Ich habe jetzt auch endlich verstanden, was der Typ sich im Bad genommen hat. Millionen von Naniten fliegen durch die Gegend. Also es sind keine Zombies, es ist... Naniten wurden freigesetzt. Warum auch immer. Und? Versuchen jetzt nochmal uns dabei hinter der Tür zu verstecken, bis der vorbei ist. Vielleicht klappt das ja mal. Lauf, 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 lauf. Just saw a black cloud in the street. It was making a terrific noise and I'm hiding in a dump, so I don't know what to do. Oh, what? What are you talking about? Somebody got eaten by the cloud. Okay. Okay, das ist die zweite Plattform. Oh, I'm losing the connection. Go on the left of the platform, the other side. Okay.
Bye. The connection is weak. You'll be on your own, I guess. See you in the safe house. Ja, ja. Laber du, Mann. Attention à la marche en descendant du train. Please mark the gap between the train and the platform. Hey, ihr backt's ein bisschen mit dem. Hier geht's aber nicht weiter. Da komm ich hier. Nee. Hier kann ich aber runter. So. Oder auch nicht. Doch. Wo kommt die Scheiße? Hä? Egal, weiter geht's. Also es war schon wieder die Mucke und... Oh, ne? Ja, da ist zu. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas... Ja, also wenn man sich hätte hinter der Theke verstecken können. Was man so aus Stealth... Spielen ja kennt. Wer ist da doch? Was wir so aus Stealth-Spielen kennen, dann sollte man sich ja hinter bei sowas als dunkler Menschenverstand verstecken können. Sonst wären die Dinger ja nicht da. Oder die Foto. Vielleicht sind die Türen auch deswegen da, dass man da reingeht, aber. Da hinten ist das Vieh. Und? Es kommt nicht da. Scheiße. Oh, siehst du, jetzt rennt er schon wieder in eine andere Richtung. Okay, er kommt. Ich weiß nicht, ob ich den Spalt auflassen kann, was ich ja nicht will. Weil ich dann ja nicht weiß, ob es mich dadurch sieht oder nicht. Er geht aber jetzt in die andere Richtung. Vielleicht kann ich mich dann links. Ist da so eine kleine Nische? Da ist auf jeden Fall grünes Licht, da muss ich wahrscheinlich hin. Oh fuck, es kommt. Ja, das sind einfach Versteckräume, das muss so. Aber vielleicht wird das ja noch geändert, wenn man... weiß, weil anscheinend haben jetzt auch ja die Sachen, die ich jetzt aufsammle, wie die Cola-Dosen und sowas, die Axt. Noch keine richtige Bedeutung. Alter, hier ist aber ein bisschen dunkel, ne? In Spitten kann man sich vielleicht auch verstecken. Ich war ja noch nie in so einer U-Bahn, aber... Geben die Gänge Sinn? Warte mal, bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Nee.
Die Atmosphäre ist schon ganz niedlich. Da ploppt Max so der Texturen auf. Da lädt er noch rein. Das ist jetzt nicht ganz so cool. Ah, alles klar. Ich bin am Ende. Thank you for playing. Okay. Ja, wie gesagt, das ist halt ein Alpha 01. Da ist noch wirklich nicht viel. Könnte aber cool sein. Die Sache ist ja jetzt, wenn man hier sowas sieht. Oder hier. Ob man wirklich dann später in diesen Gebieten auch selber laufen kann oder ob das jetzt wirklich nur das da ist. Er hat auch eine Axt und eine Leuchtfackel in der Hand. Gegen Schwarm Naniten. Wie das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Was da passiert ist. Ja, leider, leider war es für mich nicht wirklich gruselig. Die Atmosphäre war ganz cool. Da hinten kommen die Naniten. Naninanu. War es nicht wirklich gruselig. Also jetzt hätte das jetzt mit dem selber richtig hinhocken und sowas funktioniert. Man kann sich davor verstecken, außer nicht blöd hinter den Türen. Wäre es nur noch mal cooler gewesen, wie gesagt. Vielleicht sind das nur Platzhalter, vielleicht kommt das noch, dass man sich richtig verstecken kann. Ja, aber im Großen und Ganzen, wie man bei solchen Spielen immer sagt, Alpha hat Potenzial, aber du, ich kann echt jetzt noch nichts in der Alpha zu sagen. Also ich fand es noch nicht gruselig. Das ist natürlich wieder recht schade. Man kann auch gruselig machen. Ups. Ja, alles klar. Man kann auch gruselig machen, wenn man halt auch eine Alpha macht. Aber ja, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch einfach, wie gesagt, schon zu hohe Ansprüche. Das war auf jeden Fall die Demo von Alpha. Demo. Ich bin Boris Becker von Terminus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Hey Wurmhoshi-Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da oder sogar ein Abo. Außerdem schaut bei unserem Gemeinschaftskanal VR-Pack vorbei oder meinen Kollegen Chris Reality, Hanks VR oder Tupac VR. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.